Willkommen zurück zur nächsten Folge. Ich kann euch so viel schon mal vorab sagen, Premiere heute, weil heute wird es mal japanisch. Ist ja eigentlich gar nicht so mein Ding, aber ein wirklich guter Kumpel von mir, mit dem ich auch viel am Schrauben bin, der viel für mich schweißt, der Eugen, der hat uns eingeladen, wir sollen mal zu ihm zu Honda kommen. Und er will uns dort mal einen etwas anderen, besonderen Honda zeigen. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß, es gibt etliche Fans und Zuschauer, die unbedingt mal einen Japaner sehen wollen. Deswegen finde ich die Sache auch extrem cool. Und bin gespannt auf eure Reaktion. Der ein oder andere unter euch kennt Eugen bestimmt schon. Der gehört auch schon seit Jahren so zu unserer Clique in Hannover. Arbeitet als Autoverkäufer bei Honda Pagel. Das sind so 15 Minuten von mir aus. Und ich bin gespannt, was es dort so zu gucken gibt. Ich persönlich kenne mich ja mit Japanern so gar nicht aus, mit Honda auch nicht. Ich denke mal, jeder kennt so das typische Lieblingsmodell von Honda, ist der Civic von früher. Wobei, den gibt es ja bis heute. Der kam ja gerade wieder, glaube ich, als Type R nochmal neu raus. Ist aber für mich jetzt nicht so die Lieblingsmarke, da fehlte mir einfach bisher immer so der Bezug zu. Eugen wiederum war schon immer Honda, aber da kann er euch nachher bestimmt mehr zu sagen. Wie findest du Honda, René? Den Civic kenne ich, andere kenne ich nicht. Auch kein Honda-Fan? Na, was heißt kein Fan, aber ich habe nicht so wirklich Bezug dazu. Ich weiß auf jeden Fall, in dem Autohaus gibt es nicht nur Honda, sondern die verkaufen auch noch Hyundai. Aber ehrlich gesagt, Hyundai kenne ich mich dann wirklich so gar nicht aus. So, da haben wir auf jeden Fall schon den besagten Type R. Auf jeden Fall krasse Karosserieform. Wenn man sich das so auf den ersten Blick anguckt, mit diesen ausgestellten Kotflügeln. Hinten auch so leicht ausgestellt. So, aber es geht heute natürlich nicht um den, sondern um den. So, hi. Das ist Eugen. Hi. Ich habe dich gerade schon mal so leicht vorgestellt im Auto. Nicht besonders viel. Ich habe nur gesagt, dass wir zu Honda Pagel fahren. Dass du hier normalerweise Autos verkaufst. Normalerweise, ja. Ich bin heute natürlich nicht zum Autokaufen hier. Schade. Sondern ich habe schon so ein bisschen gesagt, dass du auch seit längerem auf jeden Fall bei uns in Hannover zur Szene gehörst. Ich habe bisher noch nicht gesagt, dass der Eugen natürlich auch Tuner ist und auch fleißiger Autoschrauber ist. Sonst wären wir nämlich heute nicht hier. Wir wollen ja auf dem Channel immer richtig krasse Schrauberei zeigen. Und du hast ein Auto, wo auch ziemlich viel dran umgebaut ist, ne? Eigentlich so ziemlich alles, ja. Wir haben das Auto ja gerade schon eingeblendet. Sag mal in zwei, drei Sätzen, was für ein Auto das ist und so weiter. Das ist ein Honda Integra. In Deutschland ist es ein Honda, in anderen Ländern ist es ein Acura Integra, nennt sich also genauso. Ist auf Turbo umgebaut worden und ja, für den Turbo, um den Turbo drumherum, alles Mögliche. Ne? Getriebe umgebaut und alles verstärkt, Motor verstärkt und so weiter. Wie lange hast du das Auto schon? 10, 11 Jahre sind es. 10 Jahre, also sogar länger als ich die Limo habe. Das ist immer so die erste Frage, die ich stelle, weil ich persönlich finde, es sagt immer viel darüber aus, wie lange man ein Auto hat. Bei uns in Hannover ist es zum Glück noch so, dass die Leute wirklich ihre Autos ziemlich lange haben und ziemlich lange dann rumbasteln. Und das macht halt am Ende auch immer ein gutes Auto aus. Ne? Ich hoffe es, ja. Ich selber, gar keine Ahnung von Honda. Mhm. René auch nicht, hat er auch zugegeben. Wie bist du auf Honda gekommen? Was hat das Auto für so für eine Geschichte? Das Auto als solches, ich hatte vorher einen Civic Coupé gehabt. Eigentlich seit der Ausbildung. Die Ausbildung habe ich beim Autohaus Pagel abgeschlossen.
Und dann wurde der Civic damals immer mehr aufgebaut. Das hat angefangen mit dem Sportluftfilter, dann eine Auspuffanlage, was man so macht als kleiner Junge. Auspuffanlage. Es war eine Supersprint-Auspuffanlage. Die Moor konnte ich mir damals noch nicht leisten und die Supersprint habe ich vom guten Kollegen damals gesponsert bekommen. Und ja, was man so macht, Sportluftfilter, Auspuffanlage und dann die Soundanlage aufgebaut, immer mehr Lautsprecher da rein, immer mehr Verstärker und dadurch wurde das Auto immer schwerer. Und irgendwann habe ich gemerkt, der zieht nicht mehr so, wie er eigentlich ziehen müsste. Also habe ich eine größere Maschine, damals eine VTEC-Maschine eingebaut, das war also 2005. Und irgendwann, bis das der Rost euch scheidet, so ein Honda Civic Coupé ist halt nicht mehr das jüngste Fahrzeug, dann habe ich den verschrotten lassen und gegen den Integra getauscht. Und den Integra hat auch ein guter Freund damals von mir in Italien gefunden. Und da sind wir zusammen dann runtergefahren, haben das Auto nach Deutschland geholt. Das heißt, du bist kein gelernter Schrauber, hast aber trotzdem immer geschraubt? Ja, wie gesagt, einfach angefangen mit Räder abzuschrauben, dann irgendwann Bremsklötze und dann immer weitergemacht. Learning by doing. Ja. Hast du das Interesse an Honda durch die Ausbildung bekommen oder war schon immer klar, Honda, ich will Honda fahren? Ja, welche Ausbildung ich mache, das weiß man immer nicht von Anfang an. Aber als ich dann beschlossen habe, Automobilkaufmann zu werden, dann wollte ich unbedingt zu Honda. Mhm. Ja. Okay, aber das Thema Honda ist ein anderes Thema, da wollen wir nicht zu detailliert jetzt drauf eingehen, weil es geht heute um das Auto. Ja. Ich würde sagen, wir gehen mal hin und gucken mal, was sich da so zusammengebastelt hat. Das Modell hieß aber auch schon Type R? Ja. Also so Integra Type R. Gibt es Type R bei Honda bei allen Modellen? Weil es gibt ja einen Civic Type R. Ja. Und einen Integra Type R. Und NSX Type R. Also das ist so wie RS bei Audi. S2000 hieß, glaube ich, nie Type R, aber gehört auch zu der ähnlichen Klasse. Okay, cool. Wir fangen mal ganz krass gleich von vornherein an. Wie viel PS hat das Ding? Irgendwas an die 800. Um die 800 PS. Leider nie gemessen, jetzt mit diesem Setup, aber rein rechnerisch, sowohl du wie auch WKT hat mir bestätigt, dass er knapp unter 800 haben müsste. Jetzt kommt nämlich wieder der interessanteste Teil dazu, 800 PS mit Frontantrieb. Korrekt. Ich persönlich hätte nie im Leben geglaubt, dass dieses Auto so fährt, wie es fährt, weil 800 PS und Frontantrieb klingt erstmal so, als wenn das nicht fahren könnte. Ja. Gerade das Auto ist ja noch ein Straßenauto, so, da sind jetzt nicht wilde Slicks drauf, da sind keine breiten Kotflügel drauf und nix. Aber ich muss auch sagen, wir haben es beim letzten Race 1000 gesagt, fährt gut. Ja, in fast allen Gängen habe ich eine gute Traktion, im dritten, vierten, fünften habe ich eine volle Traktion und jetzt arbeite ich daran, dass ich im ersten und im zweiten auch volle Traktion bekomme über den Winter. Ich würde sagen, wir gucken uns mal direkt den Motorraum an. Da können wir nämlich am besten ein bisschen auf die Technik eingehen. Ja, mach ich mal auf. So, mir fallen auf Anhieb auf jeden Fall schon mal zwei Gimmicks ein, die man ganz oft bei Japanern sieht. Das ist einmal hier die Haubendistanzen, dass die Haube ein bisschen aufsteht. Und hier vorne die Öse zum Abschleppen. Was ist das für ein Motor? Ein B18 C4. Eigentlich so ein Standardmotor für alle Turbo-Umbauten. 1,8 Liter. Ist das der originale Type R-Motor, der da drin ist? Nein, der originale ist ein B18 C6. Den habe ich gleich ausgebaut. Wo ist der Unterschied? Also gibt es irgendeinen gravierenden Unterschied? Oder ja, Nockenwellen. Nockenwellen, die Kurbelwelle ist leichter, Kolben sind anders, Verdichtung ist ein bisschen anders. Also würde man den Unterschied von oben sehen? Oder sehen die gleich aus? Wenn man ein Kenner ist, dann sieht man das natürlich schon. Dann sieht man das, okay. Die Ansaugbrücke ist eine ganz andere. Gut, hier sowieso nicht, aber natürlich die Motor-Kennbuchstaben und so weiter ist ein bisschen anders. Und Ventildeckel ist in Rot und in dem Fall ist es dann schwarz. Ah, okay. B16 steht dafür 1,8 Liter. B16 ist ein 1,6 Liter. Ah, B18, stimmt. B18 ist ein 1,8 Liter. Und ich glaube, jeder, egal ob du mit Honda was zu tun hast oder nicht, kennt ja immer dieses Wort VTEC. Ja. Das ist auch ein VTEC. Ist auch ein VTEC, ja. Und funktioniert auch noch, ja. Was heißt VTEC? Was ist das? Ist eine variable Nockenwellensteuerung. Im Normalfall hast du
entweder eine stumpfe Nocke oder eine scharfe Nocke. Und dieser Motor hat eben beide. Das heißt, er kann sehr gut im unteren Bereich arbeiten. Und wenn es dann zu höheren Drehzahlen kommt, dann kommt mehr Kraftstoff rein, mehr Kraftstoff-Luft-Gemisch insgesamt rein und dadurch fährt er halt schneller. Das heißt, der VTEC bzw. der Motor kann durch den VTEC quasi zwei verschiedene Nockenprofile fahren. Bei VW hast du meistens nur eine, aber das Prinzip ist ja eigentlich bei vielen Herstellern so bekannt. Der große Unterschied zwischen, ich sag jetzt mal, wo du gerade sagst, VW ist, weil dieses VTEC-Prinzip gibt es nur bei Honda so ist, bei VW, Audi und so weiter kannst du immer nur die Nockenwelle verstellen von der Position her, kannst aber die Nockenwelle an sich nicht verändern. Und hier ist es tatsächlich so, dass zwischen den beiden Nocken noch ein dritter Nocken ist, den man dann über Öldruck zuschalten kann. Das ist ja, also Honda sind ja eigentlich dafür bekannt, dass sie eigentlich als Sauger schon relativ viel Leistung haben und hochdrehen. Ja. Ist das von Vorteil für so einen Turbo-Umbau oder hast du lange gebraucht, dass das Ganze so funktioniert, wie es jetzt funktioniert? Sehr, sehr lange gebraucht natürlich, aber ob das jetzt ein Vorteil ist, dass das Auto so schnell dreht, du siehst ja auf dem Race, dass auch ein Opel, obwohl das nicht so einen riesen Umbau hat, also zumindest nicht so eine Technik mit hochdrehfreudigem Motor, dass er trotzdem sehr, sehr schnell sein kann, siehst du ja bei allen Autos eigentlich. Wie hoch drehst du den Motor? Im Moment 9.500 Umdrehungen. 9.500, okay. Das ist ja auch schon eine recht sportliche Drehzahl. Im letzten Video, wo es um Pauls GTR ging, der will ja 10,5 drehen. Im letzten Step will anfangen mit 9,5. Da sieht man mal so von der Technik her, hier hat man, also bei Paul war ja alles umgebaut. Das ist ja noch relativ serienbelassen, sage ich jetzt mal, gegenüber Pauls Auto mit Trockensumpf und so weiter. Ne? Ja. Das heißt, da sieht man mal schon, wie hoch so ein Motor eigentlich dreht. Ne? Plus ein Riesenvorteil bei diesen Hondas ist immer, dass die mit relativ wenig Ladedruck schon hohe Leistungen erzeugen. Ne? Da hast du mich letzte Woche oder vorletzte Woche vom Gegenteil überzeugt. Was für einen Ladedruck fährst du für diese 800 PS? Im Moment waren es 2,4 bar. Also ich persönlich finde 2,4 bar für 800 PS ist nicht viel. Aber du hattest ja gesagt, 2,4 bar sind immer ausgerechnet so und so viel an PS. Keine Ahnung, ob das jetzt... Faktisch auf jeden Fall, wenn wir jetzt das Paradebeispiel dazu, den 1.8T von Audi nehmen würden, so auch 1,8 Liter. Da kommen mit 2,4 bar allerhöchstens, ich würde jetzt sagen, vielleicht 600 PS bar raus. Dann sind wir wieder bei Effizienz. Genau. So, also da ist der Honda Motor schon weit vorne. Was ich besonders cool an diesem Auto finde, ist, du hast ja eigentlich schon alles selbst gemacht. Nein. Also jetzt alles selbst gemacht, nein, aber zumindest alles, was man selber machen kann, hast du schon selber gemacht. Ja, aber die Ideen kamen natürlich sehr oft von Freunden, von ehemaligen Fans, von allen möglichen Leuten. Ne? Also es ist nicht so, dass ich einfach zu Hause sitze und denke, Mensch, ich könnte jetzt was richtig Schönes bauen. Sondern ich gucke mir viele Bilder an, gucke natürlich, was auf dem amerikanischen Markt so los ist, frage deine Meinung, frage natürlich die Meinung von anderen Freunden und so weiter. Also man kann definitiv sagen, dass an diesem Auto ich nie wirklich alleine was machen wollte und ganz wenig was alleine auch gemacht habe, sondern immer mir entweder meinen Kollegen dazu geholt habe oder irgendwelche Freunde. Aber am Ende kann man schon sagen, dass du auf jeden Fall schon immer probierst, es am Ende dann auch selber zu machen. Ja, so. Scheitere meistens. So war das gemeint. Ich kenne das Auto jetzt ja schon, ich sag mal, ein bisschen intensiver seit, ich würde sagen, 3 Jahren so in dem Dreh. Selbst in den 3 Jahren hat sich extrem viel getan. Also du bist da wirklich viel am Bauen, optimieren, verbessern und so weiter. Ich weiß noch, vor 3 Jahren war noch ein anderer Krümmer, anderer Turbolader, andere Ansaugbrücke. Eigentlich war ja alles anders, mehr oder weniger. Du motivierst mich immer dazu. Wir motivieren uns gegenseitig in Hannover alle, um möglichst schnell und vorne dabei zu sein. Und welches Teil von allen findest du persönlich am coolsten? Wo bist du am stolzesten drauf? Was findest du am geilsten? Abgaskrümmer. Abgaskrümmer. Ja, das ist okay. Das schönste Teil im ganzen Auto, ja. Da ist es schon wieder so, für alle Zuschauer, VW Audi ist fast immer Turbolader hinten. So, ne? Da ist gleich der größte Unterschied. Ja. Honda zu VW und Audi, Turbolader vorne. Gibt es natürlich bei manchen Motoren bei VW Audi auch. Tendenziell aber öfter immer hinten. Und großer Unterschied ist auch, dass der Motor eigentlich auf der anderen Seite sitzt. Ist komplett spiegelverkehrt. Genau, ist alles spiegelverkehrt, dreht auch in die andere Richtung. Ja.
muss man sich immer erstmal dran gewöhnen als VW Audi Schrauber, gerade wenn es so um Nockenwellen, Zahnriemen und so weiter geht. Das sind so die größten Unterschiede. Ne? Ja, beim Krümmer war es für mich wichtig, dass ich anders als die ganzen Ami-Abgaskrümmer weiterhin all das verwenden kann, was für mich das Auto so ausmacht. Ob das jetzt eine Servolenkung ist, ob das jetzt ein ganz normaler Sportluftfilter ist, dass er damit montiert ist. Die ganzen Krümmer, die du in Amerika kaufen kannst, sind ohne Servolenkung. Die Auspuffanlagen gehen meistens nach oben durch die Motorhaube weg und so weiter. Und das war wirklich eine hervorragende Idee vom Den vorigen Krümmer hattest du ja noch selber gebaut? Komplett selber gebaut, aber auch selber heißt mit Bruders Hilfe natürlich, ja, mit klar. Damals noch einem Schweißer noch dazu und so weiter. Und der funktioniert ja auch bis heute in der Wanderung? Der funktioniert bis heute bei der Turbogarage mit über 1000 PS, ja. Ist auch, glaube ich, bis aktuell das, also sowohl der schnellste Honda in Europa als auch schnellste Frontantriebe, ja. Aber dann hast du dir gesagt, diesmal willst du einen bauen lassen und hast aus bautechnischen Gründen quasi dann den Daniel gefragt, ob der den Krümmer baut. Ja, genau. Der hat die ganze Arbeit danach geleistet. Ja. Was für ein Turbolader ist das? Ein GTW, aber die genauen Größe weiß ich jetzt nicht. Müssen wir selber nochmal gucken. GTW irgendwas 38, bin mir nicht ganz sicher. Ist kein Turbolader von der Stange, sondern selbst der wurde von Flo, Plug-and-Play-Turbo, ja, geupgradet. Genau. Funktioniert auch soweit eigentlich. Leichter gemacht. Andere Ansaugschaufel, ne? Ja. Bleibt der erstmal? Oder hast du schon wieder irgendwelche Gedanken im Kopf, was man so umbauen könnte? Du bist mein Motivator. Okay, also wir werden im nächsten Video wahrscheinlich dann einen neuen Turbolader sehen. Wenn TNT sagt, da passt ein anderer Turbolader drauf und man kann da was modifizieren, dass das Auto noch ein bisschen schneller fährt, warum nicht? Ich weiß noch aus der Anfangszeit, ein Riesenproblem bei den Dingern ist auch, wo ich ja zur Sekunde auch Fehler machen bin, ist, das ist auch ein Alu-Block, ja, und der muss auch gebuchst werden. Der hat Stahlbuchsen drin, ja. Anfangs habe ich die auch selber machen lassen, also nie selber gefräst, aber zumindest in Hannover umgebaut. Irgendwann habe ich den Block richtig aus den Staaten rübergeholt. Ja. Was kann so ein Honda-Motor, wenn man den jetzt so 1:1 nehmen würde und würde nur Kolbenpleuel reinstecken? Wie kann so ein Motor, wann sind so Buchsen notwendig? 300, 350 PS. Mehr nicht? Dann reißt die Buchse, ja. Ah, okay. Ja, es gibt zwar ein paar... Buchse heißt, da sind original schon Buchsen in dem Alu-Motor drin oder sind da original schon Stahlbuchsen drin? Ganz dünne. Das sind, also in den Alu-Buchsen sind ganz, ganz dünne Stahlführungen drin, aber die reißen sofort. Dann ein Riesenpunkt an dem Auto ist ja garantiert auch das Thema Steuergerät. Das war für mich in den letzten 10 Jahren das schwierigste und das leidigste Thema. Weil ich könnte mir vorstellen, einen Sauger aus den 90ern, das Steuergerät wird wahrscheinlich bei uns hier in Deutschland gar keiner beherrschen, das Originale. Ne? Doch. Doch? Tatsächlich, ja. Es gibt in Deutschland mehrere Leute, die das originale 90er Steuergerät ohne weiteres umbauen. Ja. Im Turbobetrieb, ja. Da wird nur ein Chip eingebaut und dann läuft das. Aber auch mit der Leistung oder dann mit 300, 400 PS? Die Leistung hat da, spielt da keine Rolle. Okay. Also da kannst du auch... Es hat zwar bis jetzt in Deutschland keiner so weit geführt, aber es gibt sehr wohl in Deutschland Tuner, die das originale Steuergerät, aber auch in den Staaten umbauen können und tunen können. Was für ein Steuergerät ist jetzt drin? Das ist jetzt ein MS Labs Steuergerät drin aus Griechenland und das bleibt da auch erstmal. Das heißt, das ist eigentlich ein Exot im deutschen Raum? So, ne? Im deutschen Raum, ja. Auf dem amerikanischen Markt und auf dem griechischen Markt gibt es das öfteres. Aber für mich spielt das Steuergerät als solches überhaupt gar keine Rolle mehr. Mhm. Für mich ist nur noch wichtig, dass der Tuner, der Bock dazu hat, der für mich da ist. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Typ und manchmal kennst du das ja selber. Du hast dir etwas vorgenommen, du hast, was weiß ich, in einem halben Jahr irgendwo ein Rennen, irgendeine Veranstaltung, die stattfindet. Und dann muss natürlich ein Tuner springen können. Und da habe ich schon viele Freunde dadurch leider auch verloren, weil es einfach nicht wirklich funktioniert hat. An der Stelle kann ich auf jeden Fall mal einbringen, die letzten beiden Race 1000, die Woche vorher, viel Schlaf war da nicht, ne? Nee, das war bei mir so wie bei dir das ganze Jahr über. Nee, das war wirklich krass, was Eugen da kurz vorm Race 1000 noch alles umgebaut, gemacht, getan und so weiter hat. Ne? Und da war der Tuner permanent an der Strippe. Wo drin liegen die Vorteile von dem Steuergerät? Also gibt es irgendwelche Vorteile
Oder liegt es wirklich rein nur an dem Tuner, der es abstimmt? Ich glaube schon, dass es nur der Tuner ist. Natürlich sagt jeder Tuner über sein Steuergerät, dass es das Beste ist. Gut, dieses Steuergerät verfügt über ganz tolle Funktionen, die ich selber vielleicht nicht so perfekt erklären kann. Aber ob das jetzt Traktionskontrolle, ob das jetzt eine ganz tolle Klopfregelung ist, die Einspritzdüsen werden einzeln angesteuert und so weiter. Das ist bei vielen anderen Steuergeräten vielleicht nicht der Fall. Mhm. Aber wie gesagt, das Steuergerät als solches ist erstmal zweitrangig, ist völlig egal, was für ein Gerät da drin ist. Wichtig ist, dass derjenige, der das abstimmt, dass er da ist, dass er verfügbar ist und dass er plant natürlich von der Materie. Mhm. Ja, ich muss auch sagen, das hört sich. Wir blenden gleich mal ein Video vom letzten Race 1000 ein. Dort warst du wie schnell? 287 war die Höchstgeschwindigkeit auf der halben Meile. 287 auf der halben Meile. Da bist du schon ganz vorne mit dabei. War ich auch sehr stolz drauf. So, also selbst, ich sag mal, Porsche, BMW, Mercedes und so weiter, da muss schon richtig Leistung anstehen, dass man in dem Bereich auf jeden Fall hinkommt. Ja. Ne? Man hört auf dem Video sehr schön, wie das Auto wirklich fast gar nicht durchdreht. Ja. Also dieses Steuergerät in Kombination mit der Traktionskontrolle und so weiter funktioniert wirklich, wirklich gut. Ne? Ja, Traktionskontrolle, variable Ladedrucksteuerung und so weiter. Ja, funktioniert sehr gut und wird hoffentlich noch besser über den Winter. Das heißt, das Auto fährt dann auch in jedem Gang einen anderen Ladedruck, wo du gerade variable Ladedrucksteuerung sagst? Jetzt im Moment ja, aber danach noch andere Drosselklappenöffnungen und so weiter. Also du machst auf jeden Fall noch weiter und gibst weiter Gas. Ja. Willst du hardwaremäßig auch irgendwas umbauen? Hardcore-mäßig? Hardwaremäßig? Hardwaremäßig. Ja, an dem Motor, der läuft. Mhm. Getriebe wird natürlich optimiert. Mhm. Der fünfte Gang wird ein bisschen verändert. Die Synchronringe müssten nochmal drüber geguckt werden. Also eigentlich ganz normal verschleißen. Mhm. Wobei, das ist auch so ein Punkt, da können wir jetzt zur Sekunde leider schlecht drauf eingehen. Aber gerade Getriebe und Antriebsstrang, als auch Kupplung und Schwungrad, ist ja schon massiv umgebaut. An ja, dem Ding, ne? Alles. So, und da ist mehrfach. Ne? Immer verschiedene immer Steps. Nächste Stage 1, 2, 3, wie man das auch immer nennt. Und das ist jetzt hoffentlich schon Endstufe. Das heißt, hier ist eine Zweischeibenkupplung drin? Ja, drei Scheiben. Drei Scheibenkupplung? Stimmt. War das eine Zweischeibe oder drei Scheiben? Du hast ja verkauft. Don Octane hat das. Das ist verkauft. Mittlerweile auch schon, wie lange wieder her? 2 Jahre oder so? Ja, eineinhalb Jahre. Nee, stimmt. Das war, wir hatten dann doch eine Nummer kleiner genommen, weil es sonst irgendwie nicht gepasst hätte in die Glocke rein oder so. Ja. Da ist so eine 184er Sachskupplung drin. Getriebe auch radikal anders? Komplett. Mhm. Inklusive Sperre, Antriebswellen, volles Programm. Bremse. Wenn du funktioniert, willst, ne? Aber wirklich auch, ich sag jetzt mal, lückenlos. Ne? Das Getriebe bereitet mir so ein bisschen Sorge, beim Schalten, aber ich glaube, Schalten. Da bin ich zu penibel. Mhm. Also aber auch nur beim Schalten, von der Standfestigkeit her. Da ist alles gut, ja. Da geht bis dato nichts kaputt. Mhm. Klopf, klopf. Ja, coole Sache. Viele werden sich bestimmt fragen, fährst du mit diesem Auto nur Events oder fährst du da auch öfter mal mit auf der Straße oder wie nutzt du dieses Auto so? Ja, wenn ich damit auf der Autobahn fahren möchte, dann baue ich da den originalen Integra-Motor ein. Und dann fährst du auch ab und an mal auf der Autobahn mit. Dann, ja, natürlich. Und dann ist alles eingetragen. Und dann sehr gut. Was auf jeden Fall an dem Auto auch cool zu sehen ist, das ist auch schon alles ganz schön eng hier vorne. Ne? So, ne? Wenn man sich ja so... Um Millimeter, ne? Wenn man sich hier so die Downpipe anguckt mit dem Lüfter und Kühler und Kupplungszylinder und so, also viel Platz ist da überall auf jeden Fall nicht mehr. Und ne? Dennoch berührt nichts, schleift nichts und da lege ich sehr, sehr großen Wert darauf. Funktioniert aber alles, ja. Das ist genau das, was bei diesem Krümmer so wichtig war und deswegen DK hat das schon sehr, sehr gut gemacht. Was wiegt das Auto?
hatten wir zusammen gemessen? Das ist eine gute Frage. 1100 Kilo irgendwas? 1100 paar zerquetschte? Ich meine 1122. Okay. Ich wollte nur noch mal kurz testen, ob ich da rein kann. Ist für mich nicht so wichtig. Hauptsache, das Auto hat einen sehr schönen Leerlauf, hat eine schöne Soundanlage drin und dafür aber doch relativ schnell. Ist bei mir immer so gang und gäbe. Ich muss immer alle Autos einmal durchwiegen. Stört auch keinen. Die meisten Leute wollen es nämlich dann doch wissen, was so ein Auto wiegt. Und deswegen haben wir den natürlich auch gewogen. Ja. Aber auf einen Punkt müssen wir jetzt einfach nochmal aufgehen. Eugen hat es gerade gesagt, Soundanlage. Ich weiß nämlich noch, das wollte nie einer glauben, dass du tatsächlich auch in diesem Auto eine komplette Soundanlage drin hast. Ne? Mit Dämmung, mit einem... Genau, Soundanlage heißt jetzt nicht einfach nur ein Radio wie original, ne? Sondern da ist schon ein bisschen mehr reingebaut. Ne? Ja. Und die funktioniert auch, ist keine Attrappe. Also zum einen natürlich in den Türen Hochtöner und die Lautsprecher eingebaut. Ich weiß noch, als du die Dinger gebaut hast, das sieht jetzt ja nach einer Platte aus, ist es aber nicht. Ist natürlich ein Raum dahinter, ein geschlossener Raum, sonst funktionieren die Lautsprecher nicht. Und diesen Raum wollte ich natürlich so leicht wie möglich bauen und trotzdem... dass da ein relativ großer Raum verfügbar ist. Das Ganze ist aus Aluminium geschweißt worden, das heißt, dahinter ist schon eine Arbeit von mehreren Wochen drin. Also richtiger Akustiker quasi. Ohne Musik geht's nicht. Ja, cool. Dann natürlich, klar, Sitze, Zelle drin. Ja, für ein bisschen Sicherheit. Ich bin recht groß und deswegen ist es natürlich sehr, sehr schwierig, für mich die passenden Sitze mit dem dazugehörigen Käfig in so einem Auto zu finden. Mhm. Weil wenn du den normalen Sitz jetzt verwenden würdest vom Integra, dann würdest du die ganze Zeit mit dem Kopf genau auf dem Käfig knallen. Und damit das eben nicht passiert, war das auch ein mega Aufwand, diese Sitze so weit wie möglich nach unten zu einzubauen und dass der Kopf nie gegen den Käfig kommt. Mhm. Und trotz Zelle, Musikanlage und, finde ich eigentlich das Gewicht von 1100 Kilo schon sportlich. Wobei ich nie großen Wert auf Leichtbau gelegt, gelegt habe. Deswegen hätte ich auch persönlich gedacht, das ist schwerer. Ist es aber nicht. Gott sei Dank. Ja, ihr werdet jetzt bestimmt alle sehen wollen, wie wir mit dem Auto fahren. Geht leider nicht, weil in der Zwischenzeit hat es leider draußen angefangen zu regnen. Und Regen und Frontantrieb ist gar keine gute Idee. Aber ich denke, wir verschieben das einfach. Wir werden bestimmt noch öfter hier sein, weil, wie Eugen schon angekündigt hat, wird er im Winter wieder einiges machen. Und wenn das Eugen schon sagt, wird er extrem viel machen. Also wird es jede Menge zum Film geben. Ich hoffe, euch gefallen so die ersten Einblicke ins Japanerleben. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen habt, ballert es einfach in die Kommentare oder kontaktiert Eugen auch direkt. Ihr findet ihn hier immer bei Honda Page. Und dann danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke dir. Und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao. Tschüss.